Ja, dann suchen wir mal die Beine vom Hutmacher. Nicht wahr? Wir erstmal alles aufhauen. Gegen Items. Und Lebensenergie und überhaupt und sowieso. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Und dann gucken wir, wo wir jetzt lang müssen. Ich vermute wieder hier drüben eine Bombe drauflegen. Da haben wir noch Fläschchen. Ja. Diese Animation habe ich schon gesehen, danke. Ah, hat automatisch ein Bunny-Bömmchen gelegt. Sehr schön. Arme liegen da einfach rum. Da komme ich nicht durch. Und hoch. Aha. Alles klar. Jetzt muss ich nur wissen, wo war ich denn überhaupt? Ich war bei Schmelzen und Wiederkehren. Bin ich nicht ganz durch. Also gehen wir jetzt nach aufdrehen und niederdrücken. Mit einem langen Sprung, meine Güte. Hurra, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Und wieder mit dieser coolen Achterbahn. Abwärts! Weiter oben, kurz mit der Welt. So schnell. Bitte, bitte, bitte. Und abspielen. Na, Grinsekrater. Wo ist er? Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Okay, das ist jetzt vielsagend nicht. Aber wir gucken uns das doch mal an. Ah. Das ist mal eine cool designte Presse. Ah. Und total störend platziert. Egal. Und so. Dein neuer Anführer, der Märzhase. Ja, ja. Der Märzhase. Hüpf. Oh, eine Erinnerung. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. In Australien. Ja, nee. Passt schon. Das ist aber nett, dass der Zahnrad runterkommt. Oh, es bewegt sich. Ist hier irgendwas Interessantes oder kann ich Retro helfen? Ich kann die Retro helfen. Hüpf. Jawohl. Oh. Yay, Dampframmen. Ganz toll. Ja, dann lassen wir uns doch mal zerquetschen. Ah, da drüben ist ein Hebel. Das ist ein Schalter. Da ist nochmal ein Bömmchen drauf. Ah, da rasten die ein. Okay, aber ich habe ja nur eine gewisse Zeit, bis die Bombe explodiert. Also schnell rüber. Alles klar. So, dann stampfen sie nämlich weiter. Hier lang ist... Komm ich da hoch? Also... Da lang. Schnell durch. Wunderbar mit dem Ausweichen gemacht. Mann, bin ich gut. Bin so gut. Ich freisprengen. Wo sind wir denn hier? Also, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Dem Sinne geht er voll. Sprengen wir uns nochmal hier durch. Ein Schalter. Na, Bombe zu kurz. Und auf.
Ah, Zahnräder in den Hof gefahren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber da muss ich mich jetzt auch wieder beeilen. Ja. Ja, ich muss mich beeilen und bleib direkt wieder hängen. Typisch. Na. Und. Boah. Hat gepasst. Wunderbar. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Boah, wir haben 900 Zähne fast. Kann ich gleich nochmal gucken. Nein, das war doof. Da habe ich mich genau an die Kante geblinzelt. Kann man das Blinzeln nennen? Eventuell sogar. Ja. Bunnybäumchen. Und ein Schalter. Und die Zahnräder sind wieder ein oben. Ja. Und ich verhaspel mich hier schon wieder. Jetzt aber zack ich hier. Ah, immer mit der Drehrichtung, weil dann ist man schneller. Ne, so Physik und so. Kein billiger Sprung. Wir meinen es. Jawohl. Speicher. Kämpf den gerechten Kampf. Kämpf den gerechten Kampf. Die Internationale. Er kämpft. Das wäre schön. Komm, stirb. Schlitz, Schlitz. Und ausweichen. Haha. Na, erfassen. Danke. Und Randa. Lass mich Randa. Ja. Sehr gut, sehr gut. Oh. Ist das? Nein, das war... Ah, das war dumm. Das sah so nach Abkürzung aus. Oder nach Secret. Ja, einmal durch. Und... Oh, puh. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ja. Oh, gibt dem schönes Kisten. Ausnahmsweise mal. Verfall. Dann rüber. Treppe hoch. Oh, Entscheider. Genau, direkt ein Böppchen ruf. Ah. Ja. Und ganz schnell durch. Und dem hinterher? Schafft er das? Nein, er schafft es. Hahaha. Ha. Ausgetrickst. So. Alter, wie ist alles wieder? Kickt hier. Ah. Oh, und überall. Boah, in der Mitte war ja auch noch eine. Überall Dampframmen. Nicht toll. Ah. Ich stehe auch alle hier vorne. Ja. Mal erstmal klein Kropfzeugs hier weg. Ja. Der T-Pot. Wunderbar. Ach, das ist ja noch einer. Klasse. Einer hätte ja auch nicht gereicht. Ja. Jetzt, komm, komm, komm. Oh, ausweichen. Ja? Auge auf. Mach doch mal die Augen auf, wenn ich mit dir kämpfe. Danke. Hat wunderbar funktioniert. Sehr schön. Ach, die Dampframmen halten auch an. Oh, Schalter pfeffern. Alles klar. Schalter pfeffern, das klingt so schwachsinnig. Aha. Aha, aha. Ah, so ein Siebenschläfer, Meister der Täuschung, warum nicht? Hier können Schweine ja auch fliegen. Ja, das stimmt allerdings. Was ist hier los? Okay. Käfige. Was sind das für... Das sind Dodos. Das sind Dodos. Irgendwie mit Metalldingern drin. Ganz komisch. Ah, da steht sogar. Dodo Miserarium. Aha. Aber weißt du Bescheid, ne? Wieder hier. Hüpfabschnitt. Hüp. Ah, so, geschafft. Muss ich jetzt da drüben rein? Oder muss ich da einfach nur durchschießen?
Hier ist erstmal durch. Hallo? Ah, da kommen die nächsten Kiefer wieder. Ganz toll. Und der arme Dodo ist ein Trepp im Laufrad. Ist ja mit. Okay, das ist ein bisschen pervers. Und hüpf. Mit ganz viele Schmetterlinge. Und ab in den Dampfstrahl und rüber. Hat gereicht. Wieder Zähne auf seine Apfelzähne. Wenn wir 1000 zusammen haben, dann gucken wir mal nach Waffen-Upgrade. Erstmal hier durchspringen. Oh, was ist das? Ein Hebel. Zieh am Hebel. Was passiert? Dampfstrahl. Yay. Also. Hoch. Läuft wunderbar. So. Jetzt. Muss ich da in den Käfig oder wie? Aber ein langer Sprung. Das ist ein sehr langer Sprung. Gefällt mir gerade gar nicht. Komme ich nicht immer noch ein Stück höher? Ah! Was ist das denn eben? Wunderbar! Wunderbar! Das hätte man sich jetzt wieder künstlich schwer gemacht. Künstliche Schwerkraft. Der leckt der Weiß. Leg seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Ja. Warum ist das hier rot? Rot ist nicht gut. Wir haben 1010 zusammen. Bevor wir weitergehen, gucken wir mal eben kurz bei den Waffen. Ja, 675 für die Warpal-Klinge. Ich glaube, die werden wir jetzt auch mal upgraden. Weil die brauchen wir ja doch ein bisschen häufiger. So, Warpal-Klinge Level 3. Um die 475 können wir dann auch unseren Pfefferstreuer nochmal aufrüsten. Uiuiui. Irgendwie ist der Text jetzt nicht hoch. Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Okay. Das Charakterdesign hier ist ziemlich abgedreht. Ja. Einmal durch, zweimal durch. Und dreimal durch. Ach, easy. Und Tatsache, dieser Dodo ist. Der hat erstmal keine Augen, der hat. Gott, sieht das pervers aus. Naja, egal, wir gehen weiter. Na. Komm, ruf. Und. Hopp. Schnell rüber. Zack, zack, zack. Alles wunderbar. Zähne. Oh, ein Hebel. Was bewegt dieser Hebel? Ich vermute Dampf. Nee. Feinfederigen Freunde nicht nachlassen jetzt! Oh. Okay, erstmal hier den Verfall, der mich angesprungen hat. Mal eben gucken, wo ging er denn hier jetzt? Dann müssen wir wieder zurück. Hüpf. Hammer. Genau, dann hier. Durch diese beiden. Und dann haben wir da drüben gleich. Oh! Schon wieder ein Mischbach. Eine Mischbett. Ja. Und mein Bett ist gerade abgeschmiert. Gamepad. Aber egal. Ja.
Geh doch hoch. Danke. Und Nova. Wie komme ich jetzt? Okay, so nicht. Das war ein bisschen knapp. Also der Abschnitt hier geht ja noch. Oh, da ist ja... Weiß man relativ, wie sich... Oh, da wäre ich beinahe daneben gelandet. Da muss ich hier direkt... Na! Da habe ich aus Versehen kurz hintereinander gesprungen. Also, nächster Versuch. Relativ zeitig abspringen, sobald er die Hand aufmacht. Beim Fuß. Und Nummer 3. Alles klar. Yay, Schraubellen. Erstmal die Schraubellennester. Hier erwischt man jetzt wenigstens gut. Au, 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 au. Rechtzeitig ausgewichen, so. Daneben. Oh Gott, wo kommt der? Ist da noch ein Schraubellennest? Ja, wunderbar. So, Schraubellennester sind erledigt. Schlitz, 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 den ganzen Verfall hier wegmachen. Ab und zu mal ausweichen, damit uns... Oh Gott. Oh. Oh, oh, oh. Ja, erstmal den Teepot. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Aber und weg, 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 weg. Ich hänge fest, ich hänge, irgendwie hänge ich. Irgendwie hänge ich. Bin hängen geblieben. Ah. Und hab ich dich doch. Wunderbar. Aber jetzt kann ich mich um dich kümmern. Mein Freund. Ja. Optimal. So. Jetzt Schluss mit bisschen hier. Und. Hihi, aua. Man schlägt keine Mädchen. Na, bist du jetzt mal fertig, solange geht? Doch. Warum denn nicht gleich so? Was war das? Ach, das war noch die Donnerfuß, so. So. Donnerfuß, je nachdem. Wunderbar. Ein Hebel. Hebel, Hebel, Hebel. Mhm. Ja, nicht aufzuhören! Renn weiter, oder ich... So, guck mal eben hier hinter. Uff. Oh, Schrumpf. Aha, 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 aha. Ein Fläschchen. Oh, noch ein paar Zähne. Auch alles mitnehmen. Ja, gehen wir zurück. Und klauen dem Hasen die Beine. Also, nicht so, also... Wir gehen erstmal zum Ersthasen. Aufzüge! Yay! Mir ist noch nie aufgefallen, wie viele Aufzüge es in den Spielen gibt. Wow! Nicht schön. Ui. Schnell durch. Ja. Da war auch noch einer. Wow, das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Wartest du erst, passiert gar nichts und dann in dem Moment, wo man losrennt, zack. Springen wir immer hin. Oh. Da die Zähne mitnehmen. Da die Zähne mitnehmen. Haha, ausgetrickst. Da oben ist ein Hebel. Tatsache, da oben ist ein Hebel. Und drüben, sehr schön. Eben betätigen, ja bitte. Bitte danke. Aha. Nein, halt, das reicht jetzt. Hört schon auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Versuch's das gar nicht.
Nee. Alles klar, hier rüber. Glaube ich. Vermute ich mal. Hier rüber. Ah ja. Uah. Das wäre beinahe ganz massiv schief gegangen. Okay. Und Hebel. Und die Beine in den Müllschlucker werfen. Auch ein Satz, den man nicht so oft im Leben sagt. Ich spring da sogar von alleine rein. Klasse. Und direkt hinterher. Nee. Abgedrehtes Spiel. Definitiv. Wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch, oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starkt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wundere mich, wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Okay. So würde ich auch gerne springen können. Ja, wir haben den Hutmacher komplettiert und wie wir jetzt hier weitermachen, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.